Hallihallo, Hallöle, hier ist wieder euer Cameo-Maus, der Andreas. Und heute geht es um Schriften. Auch die nächsten ein, zwei Tutorials geht es um Schriften. Wir fangen heute damit an, wo kriege ich die Schriften, wie installiere ich die Schriften, wie kriege ich die Schriften ins Red Studio. Und dann machen wir nachher weiter mit, wie benutze ich die Schriften und so weiter und so weiter und so weiter. Gut. Wir fangen mal wieder an, wie immer, und zwar mit dem Hinweis, mit was ich arbeite. Ich habe ein MacBook mit der neuesten Betriebssystemversion. Schönes altes Teil, aber immerhin. Es funktioniert immer noch fehlerfrei. Und ich arbeite mit dem Silhouette Studio in der Version 4.4.552 SSBE. Und wie immer der Hinweis hier, SS Silhouette Studio, BE für Business Edition. Und auch wie immer der Hinweis auf die Designer Edition, die empfehle ich euch und ihr werdet hier im Bereich der Schriften noch wieder sehen. Auch da gibt es ja Vorteile durch die Designer Edition. Okay, dann lassen wir das mal an dieser Stelle beenden. So, wenn ihr jetzt im Hintergrund so ein leichtes Plätschern hört, das könnte daran liegen, dass ich ein neues Hobby habe. Hobby? Naja gut, Hobby. Hydroponik nennt sich's. Das heißt, ich züchte in meiner Küche Kräuter ohne Erde und solange die Wurzeln noch nicht richtig lang sind, hört ihr halt dieses Geräusch. Wenn ich öfter mal weg bin, wisst ihr warum. Nein, ich habe mich langsam dran gewöhnt. Okay, jetzt wieder zum Ernst der Sache. Was machen wir mit Schriften? Ich lese immer sehr häufig, wo kriege ich Schriften her? Wie kann ich Schriften installieren? Ja, das sind so Fragen, die eigentlich jeder Anfänger hat und da möchte ich euch ein bisschen mal helfen. Ich werde mich natürlich jetzt hier auf den Mac ein bisschen konzentrieren, weil Windows-Rechner habe ich jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr in der Hand gehabt. Aber da ist es ähnlich. Also es gibt da auch ähnliche Vorgehensweisen. Okay, wie komme ich an Schriften? Das ist ganz einfach, ich gehe ins Internet. Den meisten Menschen fällt dazu ein, ich gehe mal direkt rüber, davor.com. Okay, bevor ich es vergesse, alle drei Seiten, die ich euch jetzt zeige, habe ich unten in einer Linkliste. Davor.com ist das, was ich am häufigsten lese, ist auch schon einfach in Deutsch. Und ja, bietet Schriften in allen möglichen Varianten an, ist auch sehr umfangreich. Ihr seht das, Techno, Gothic, ihr habt so ein bisschen nach Themenbereichen eingestellt. Ja, wichtig ist, kostenlos für privaten Gebrauch. Wir müssen uns einmal ganz kurz über Lizenzen unterhalten. Auch wenn alle Menschen meinen, man kann immer alles benutzen, was man hat oder sieht oder auf seinem Rechner hat, dem ist leider nicht so. Es ist immer komplizierter geworden und für jeden Driss braucht man Lizenzen. Wenn ihr die Lizenz für den privaten Gebrauch zum Beispiel habt, ihr findet Sweet Chili schön und ihr möchtet was daraus machen. Ihr macht euch euer eigenes T-Shirt. Okay, meins könnte mal neu gemacht werden. Egal. Ihr möchtet ein neues T-Shirt machen für euch. Dann dürft ihr natürlich diese Schrift dafür benutzen. Jetzt kommt euer Kumpel oder eure Kumpelin oder Freundin, wie man vielleicht unter Freunden sagt. Egal. Kommt und sagt, hör mal, ich hätte gerne ein T-Shirt und ich gebe dir 20 Euro. Netter Kumpel, nette Freundin, oder? 20 Euro ist schon nicht schlecht. So, dann dürft ihr das nicht. Ich meine, klar, wo kein Kläger, da kein Richter, aber wir reden jetzt über das Offizielle. Offiziell ist das nicht mehr für den privaten Gebrauch. Aber da wird es bestimmt auch wieder gleich irgendwelche Leute geben, die da Rechtsanwälte sind oder mehr wissen als ich. Schreibt es gerne unten drunter, ich bin bereit dazu zu lernen, aber im Normalfall, wer auf der sicheren Seite sein will, wenn ihr das Zeug verkauft, dann ist es nicht mehr privat. So sehe ich das und da können die drunter schreiben, was die wollen. Wenn ich es verkaufe, ist es keine private Nutzung mehr. Deswegen nutze ich persönlich, wenn möglich, nur Schriften, die frei sind. Dazu nehme ich jetzt, nein, das war falsch. Ich gehe zum Beispiel gerne auf die Seite von Squirrel. Das ist das Eichhörnchen, was Schriften sammelt. Mit der kenne ich mich eigentlich auch relativ gut aus, mit der Seite. Und hier hole ich mir meine Schriften runter. Das ist hier auch sehr schön, nur auf Englisch, das ist Nachteil. Hier vorne sehe ich sofort, welche Möglichkeiten ich habe, wie ich die Schrift lizenzmäßig nutzen kann.
Und ich kann mit dem Fragezeichen, wenn ich einen Linksklick drauf mache, bekomme ich angezeigt, was ich damit machen kann. Wenn ich mir das einmal angeguckt habe, dann weiß ich, das kann ich damit machen. Ich kann es in Webseiten machen, ich kann es auf mein E-Book oder auf mein Handy machen. Und ja, so sehe ich auf einen Blick relativ schnell, was mit diesen Schriften zu machen ist. Auf dem ersten Blick sieht man hier auch OTF und TTF. Das sind zwei verschiedene Standards für Schriften. Ihr könnt beide benutzen im Normalfall. Die meisten oder im professionellen Bereich werden es OTF-Schriften sein. Was das bedeutet, würde jetzt dieses Tutorial, den Rahmen dieses Tutorials sprengen. Und deswegen unten drunter steht ein Link. Da könnt ihr euch dann mal kurz einlesen, wofür das alles gut ist. Und jetzt stelle ich euch noch schnell die dritte Seite vor, bevor wir eine Schrift runterladen. Die dritte Seite, das ist, 1001 Fonts, also 1001 Schriften. Auch hier findet ihr wieder alles, was ihr braucht. Personal Use und so weiter und so fort. Bei Fontscroll ist es für mich halt ein bisschen schneller und besser zu sehen. Wobei die hier auch nochmal, wenn ihr draufklickt, aber wie gesagt, beim Fontscroll sehe ich sofort vorne an den Symbolen. Deswegen benutze ich persönlich das schwerpunktmäßig. Aber ich kriege da nichts für. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Mir völlig egal. Was kann man hier noch machen? Achso, hier gibt es die heißen Schriften, ne? Heiße Schrift, deswegen nehmen wir gleich ein Monster. Recent heißt, da gibt es eigentlich alles, was die so haben. Top-Font-Deals, da kann man sich Schriften kaufen. Swag ist, da könnt ihr irgendwelche Klamotten kaufen, die sich ausgedacht haben oder die zu Fontscroll-Produkten gehört, wenn man so ein Fan ist, ne? Von soweit ich nicht. Generator, da könnt ihr selber Schriften hochladen. Wenn ihr eine Schrift selbst erfunden habt, kann ja durchaus sein. Font Identifier ist, ihr habt eine Schrift, irgendwo ein Bild oder irgendwas und ihr wisst nicht, wie heißt die Schrift. Ihr würdet das aber gerne wissen, dann kann man zum Beispiel so ein Werkzeug benutzen, ein Foto mit der Schrift hochladen und dann bekommt ihr die entsprechende Antwort. Font Talk, da könnt ihr mitsprechen, was euch alles so einfällt. Ne? Und wir haben dann noch, weil es ja sein muss, es ist ja heute so modern, ein Blog zum Thema Schriften. Alles in der Sprache Englisch, damit müsst ihr hier leben. Gut, aber wir wollen uns nicht stundenlang mit den Seiten beschäftigen, sondern wir gehen jetzt auf Hot. Ich will die heiße Schrift haben. Und ich nehme mir Montserrat. War das nicht Montserrat Caballé? Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name, ich glaube schon. So, die möchte ich gerne und die lade ich mir jetzt runter. Hier seht ihr nochmal ein paar spezielle Sachen dazu. Test Drive, Glyphs. Also Test Drive heißt, ihr könnt hier einen Text eingeben. Und dann zeigt er euch das, wie das in dieser Schrift halt aussieht. Ne? Da sind nochmal die ganzen Sachen dann drin, was es so alles gibt. Sans Serif. Da wollte ich doch gar nicht hin. Hallo, was habe ich gemacht? Monsterrad nochmal. Glyphs, das sind die Anhänge, die es noch gibt. Manchmal gibt es ja Buchstaben, andere Buchstaben. Sowas hier ist ja auf einer normalen Tastatur nicht zu kriegen oder sowas. Das muss man einfach sich dann, kann man sich hier angucken, was es dazu gibt. Hier gibt es nochmal die License dazu. Da könnt ihr genau lesen, wie, unter welcher License das ist. Webfont Kit, nee, könnt ihr auch nochmal was dazu lesen. Im Normalfall reichen mir hier vorne die, das ist für mich ausreichend und jetzt lade ich das runter. Achso, hier unten drunter seht ihr noch, welche verschiedene Varianten ihr jetzt runterladet. Also die gibt es in dicker Schrift, die gibt es in Italic, die gibt es in dünn, die gibt es in allen möglichen. Ihr müsst, das werdet ihr gleich sehen, nicht alles installieren. Ihr könnt euch jetzt hier zum Beispiel auch nur was aussuchen und sagen, boah, ich finde die in dünn richtig geil, toll, dann nehme ich mir nur die dünne. So. Wir machen es jetzt einfach mal, ich habe es schon gemacht, ihr werdet es jetzt gleich sehen, egal. Download OTF, Schriften, hier Montserrat ZIP
Und ich sichere mir das. ZIP heißt immer, da ist eine Menge drin, da ist nicht nur eine Datei drin. Gut, jetzt haben wir das runtergeladen. Die Schrift ist auf meinem Rechner. Das ist jetzt hier die, ich gehe mal zum M runter. Die Schriftensammlung vom MacBook. Was Ähnliches gibt es auch für Windows. Müssen wir mal gucken, der Ordner Schriften, wenn ich mich recht erinnere. Und ich will jetzt hier nur mal gucken, ob hier Montserrat drin ist. Nö, Montserrat ist hier nicht drin. Für die, die MacBook haben, CMD und Shift. Und dann könnt ihr hier Fonds eingeben. Und dann kommt Schriftsammlung. Und da drauf klicken und dann könnt ihr alle Schriften, die ihr habt, sehen. So, das haben wir also gemacht. Da ist nichts zu sehen. Jetzt will ich hier weiter. Und ich gehe jetzt mal auf den Link. Vielleicht einfach nur einmal drauf. Und ihr seht jetzt hier, haben sich ganz viele aufgetan. Das heißt, jede einzelne, die ihr vorhin gesehen habt, ist hier drin. Wenn ich da jetzt drauf, doppelklicke, meine Güte, ich versuche den Satz nochmal. Wenn ich jetzt auf die Schrift, die ich haben möchte, doppelklicke, dann geht hier so ein Fenster auf. Das mit dem Silhouette Studio, dass das aufgegangen ist, ist Zufall. Es ist völlig uninteressant. Das Fenster geht auf und jetzt sage ich installieren. Und jetzt gucken wir mal. Da ist Montserrat, Alternates und ich habe die Schrift installiert. Und zwar die dünne Schrift. Und jetzt gucken wir mal, ob es auch funktioniert hat. Was muss ich sehen? Es gibt Montserrat leider nicht in Silhouette Studio. Aber ich habe es doch gerade installiert. Es ist doch drauf. Ja, ist es auch. Nur die meisten Menschen vergessen eins zu tun. Dieses Programm öffnet und guckt nach, was gibt es an Schriften, was habe ich da alles und initialisiert sich das. Wenn ich jetzt eine neue Schrift dazu tue, sollte man glauben, meinen, hoffen, dass es sich auch hier direkt zeigt. Nein, das tut es nicht. Wenn ihr jetzt hingeht, ihr schließt euer Silhouette Studio. Ich beende das jetzt. Ich will nichts speichern. Und ich öffne es mir jetzt wieder. Dumm, die dumm, die dumm. Ihr merkt, mein MacBook ist zwar MacBook, aber schon relativ alt. Aber bis jetzt ist es eigentlich kein Problem. Nur jetzt will irgendwie das doofe Studio nicht aufgehen, jedenfalls nicht für mich sichtbar. Da ist es doch. Manchmal muss man einfach nur ein bisschen Geduld haben. Das ist nicht meine Stärke bei Computern. So, jetzt gehe ich nochmal auf Schrift. Und jetzt gucke ich mal in alle Schriftarten rein. Und dann hoffe ich. Das Problem hatte ich nämlich vorhin schon mal. Es dauert jetzt schon mal eine Weile, bis er sich die Schriften hochlädt. Das dauert, weil ich habe über, lass mich nicht lügen, ich glaube 700 Schriften. Ich weiß auch nicht, ist irgendwie nicht so der Tag für dieses Tutorial. Also ich bin jetzt hier mitten im Ton weggegangen. Ich war gerade verzweifelt dabei, hier die Schrift zu suchen. In der Zwischenzeit hat es natürlich die Sache gefunden. Bei mir war einfach der Ton weg. Aufgenommen hat es das, mitten beim Schneiden, zack, ist der Ton weg. Und war auch nicht wiederzukriegen. Deswegen hier nochmal. Also, wir haben die Schrift, die wir gerade installiert haben. Und die kann ich jetzt auswählen. Hier drüben auf Schriften gehen. Und dann schreibe ich mal Hallo. Hallo, und ihr seht, ich benutze jetzt diese neue Schrift. Ja, das war es im Großen und Ganzen zu dem Thema Schriften installieren. Nochmal ein kurzes Fazit. Wenn ihr eine Schrift haben wollt, geht auf die drei, oder ihr könnt ja mehr googeln, es gibt noch mehr Seiten, das sind die drei bekanntesten Seiten. Für Schriften achtet auf die Lizenzen, das ist ganz wichtig. Und denkt immer bitte daran, egal ob Windows oder MacBook oder sonst ein Rechner, wenn ihr eine Schrift installiert, müsst ihr das Silhouette Studio erst schließen. Und wenn ihr es dann wieder öffnet, dann werden hier auch die neuen Schriften angezeigt.
Im Normalfall ist es so, ihr habt das Silhouette Studio auf, installiert eine Schrift, dann ist die Schrift im Rechner, kann von allen Programmen benutzt werden, nur das Studio, weil es beim Installieren geöffnet war, weiß noch nicht, dass es die Schrift gibt. Also Studio schließen, Studio wieder öffnen und dann guckt er sich das alles an und findet dann auch entsprechend die Schrift. Gut, ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen weitergeholfen, dem einen oder anderen vielleicht noch irgendwas gezeigt, was er noch nicht wusste. Und falls es so ist, wünsche ich mir einen Daumen hoch. Ein Abo wäre auch nett oder die Glocke sogar an, dann kriegt ihr immer sofort die Informationen, wenn was Neues rauskommt. Und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Eure Cameo Maus, der Andreas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.